Gut. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, erstmal ein herzliches Dankeschön an unseren Ministerpräsidenten für die Einbringung des Nachtragshaushaltes. Ach nein, Entschuldigung, es war die Regierungserklärung. Die Regierungserklärung an sich kommt vielleicht noch, aber gut, schauen wir, wie es weitergeht. Zu Punkt 3, die Corona-App, ein Antrag der Grünen, haben wir jetzt eben gehört, wird Herr Mayer gleich noch zu sprechen. Ich habe mich schon gewundert, dass der erstmal nicht mal von den Grünen selbst behandelt wurde. Aber gut, zu dieser App ist nicht viel zu sagen. Grundsätzlich ist die Forderung, dass diese Nutzung freiwillig sein muss und ohne jeden Zwang absolut zu unterstützen. Von daher schauen wir mal, was im Ausschuss aus diesem Antrag wird. Herr Dr. Birkner, vielen Dank für die klaren Worte. Sie haben heute vieles wiederholt, was wir bereits seit Wochen fordern, monieren. Vielen Dank, dass Sie es aufgegriffen haben. Und Herr Töpfer, Ihre pure Empörung hier mal wieder am Pult, fühlen sich erwischt bei irgendwas. Ich kann Ihnen nur eins sagen, Sie stellen ab auf die Schwächsten in der Gesellschaft. Für die Schwächsten in der Gesellschaft wird bald kein Geld mehr da sein und keine medizinische Versorgung. Und die Schwächsten der Gesellschaft sterben momentan einsam in Altenheimen, ohne Kontakt zu ihren Familien. Und das sind die Schwächsten der Gesellschaft. Sie sollten auch nicht so auf den Grünen rumhacken. Sie wollen ja immerhin nächstes Jahr im Bund mit Ihnen regieren. Und ich glaube, da müssen Sie noch ganz andere Ideen runterwürgen. Also von daher würde ich mich da ein bisschen zurückhalten. Aber gut, mal wieder Plenum, mal wieder Regierungserklärung. Der mittlerweile altbekannte Dreiklang aus Eigenlob, nett verpackten Weiter-so und natürlich vielen Danksagungen. Ich erlaube mir kurz eine zusammenfassende Übersetzung zu dieser Regierungserklärung. Trotz einer Infektionsquote von 0,01% der Bevölkerung, die bereits seit Wochen stabil anhält, verkündet der niedersächsische Ministerpräsident in diesem Plenum gerade Folgendes. Die Einschränkung der Grundrechte wird auf Monate weiterhin fortgeführt. Die Wirtschaft befindet sich in einer schweren Krise, die sich auch weiter verschärfen wird. Tausende Unternehmen werden pleite gehen, Millionen Menschen werden in Deutschland ihren Job verlieren. Und diese unerhörten Vorgänge werden mit einer Neuverschuldung unfassbaren Ausmaßes verschleiert. Die Rückzahlung soll sich auf die nächsten 25 Jahre erstrecken, soll aber auch erst in 4 Jahren beginnen, also in 29 Jahren. Und zurückzahlen wird es, und ich glaube, da ist es an der Zeit, einfach es mal ganz deutlich auszusprechen, der Steuerzahler wird es zurückzahlen. Das ist kein Geld, das irgendwo wächst. Der Steuerzahler muss dafür gerade stehen. Schauen wir kurz zurück. Das Narrativ der Landesregierung, welches nahezu mantraartig und immer wieder heruntergebetet wurde, war, wir müssen um jeden Preis die Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Intensivkapazitäten, verhindern. Eine Überlastung hat es nie gegeben, noch nicht mal eine Auslastung, zum Glück. Was ist jedoch die Kehrseite der Medaille? Durch den langanhaltenden Shutdown haben Kliniken Behandlungen verschoben, durch die erzeugte Panik Patienten auf Arztbesuche verzichtet. Wie viele Todesfälle es durch nicht stattgefundene bzw. verzögerte Behandlungen gegeben hat oder noch geben wird, kann erst eine vollumfängliche Aufarbeitung der Vorgänge ermitteln. Im Ergebnis hängt nun auch das Gesundheitswesen am großen Fördertopf. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was sagen Sie den Niedersachsen nun für die Zukunft voraus? Sie gehen nunmehr davon aus, dass ein punktuelles Aufflammen von Infektionsherden regional eingedämmt werden muss. Das ist eine super Idee. Das finde ich großartig, sind wir auch dafür. Man greift nur dort ein, wo es ein Problem gibt. Das rechtfertigt allerdings kaum, dass alle anderen weiterhin unter ihren Einschränkungen zu leiden haben. Sie sprachen den Fall Göttingen an und damit verbundene Schwierigkeiten, selbstgemachte Schwierigkeiten, Herr Ministerpräsident. Die Zustände in Göttingen sind der Politik seit Jahren bekannt und man hat immer diskret weggesehen, genau wie bei Tönnies und ähnlichen Sachen. Hochhäuser, in denen viel mehr Menschen hausen, und ich sage bewusst hausen, weil von Leben kann da überhaupt keine Rede sein, als polizeilich gemeldet sind, Verhältnisse, in denen weder der Rechtsstaat noch die Einhaltung von Regeln, geschweige denn ein Bewusstsein für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Sie hier so permanent beschwören, existiert, wer hält am Ende den Kopf dafür hin? Die dieser Tage viel geschmähte Polizei. Ich bin sicher, dass sich am Ende, wenn die Infektionen aus dem Fokus verschwinden, dort alles genauso weiterhin darstellt wie bisher. Sie versprechen den Menschen eine Perspektive.
Ihre neue Verordnung, im Wesentlichen genauso willkürlich wie die bisherigen, soll nun länger Bestand haben. Was heißt das konkret? Sie zwingen Menschen weiterhin hinter Masken, sie schränken weiterhin Unternehmen in ihrer Tätigkeit ein und sie greifen weiterhin in Versammlungsfreiheit, Veranstaltungen und das soziale Leben der Menschen ein. Jetzt vorerst bis zum 31.10.2020. Nachdem sie Frühlingsfeste, Ostern, Schützenfeste und so weiter haben ausfallen lassen, danach in Sommer, Urlaub, Ferien, Freizeiten und Festivals eingegriffen haben, folgen nun die Oktober- und Erntedankfeste. Danach wird es an die Weihnachtsmärkte gehen. Die Kinderbetreuung bleibt eingeschränkt, Bildung bleibt eingeschränkt, Sportveranstaltungen, Vereinsleben. Wie erklären Sie das den Menschen noch glaubwürdig bei ca. 1000 infizierten Menschen in Niedersachsen? Und diese Zahl ist konstant seit Wochen. Und dann kommt er wieder, der viel gepriesene Impfschutz. Ihre Prognose hört sich deutlich verhaltener an als noch vor wenigen Wochen. Kurzfristig wird es keinen wirksamen Impfschutz für große Teile der Bevölkerung geben. Das war aber auch jedem halbwegs kritisch denkenden Menschen klar. Ein weiterer Teil der Wahrheit ist eben auch, vielleicht wird es niemals einen wirksamen Impfstoff geben. Das berichtet auch die Tagesschau, jetzt aktuell am 11.06.2020. Die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes kann Jahre oder Jahrzehnte dauern. Vielleicht wird niemals einer gefunden. Wollen Sie den Menschen sagen, dass das immer so weitergeht? Ich glaube, das können Sie schlecht erklären. Impfstoffe werden seit Jahrzehnten gesucht, manchmal nicht gefunden, wie zum Beispiel gegen HIV, Denguefieber, Tuberkulose oder Malaria. Seit Jahrzehnten sorgen diese Erkrankungen für Leid und für tausende Tote jedes Jahr. Trotzdem ist niemand auf die Idee gekommen, deswegen die gesamte Wirtschaft in Schutt und Asche zu legen. Flächendeckende Tests, um den Virus irgendwie zu lokalisieren, das lehnen Sie natürlich ab. Wir fordern das seit Wochen. Bayern versucht es jetzt, aber Sie lehnen das weiterhin ab. Also dann sagen Sie es bitte allen Menschen ganz klar. Ihre neue Normalität ist nichts Vorübergehendes. Sie installieren hier gerade ein Leben, das niemand will. Und Sie schaffen damit einen gesellschaftlichen Zündstoff ungeahnten Ausmaßes. Gewalt in Familien, einsame Menschen in Pflegeheimen, Sozialleben, die nicht mehr funktionieren. Denken Sie darüber nach, ob das der richtige Weg ist. Kommen wir zur Wirtschaft. Sie sprechen von einer schweren Wirtschaftskrise mit einem derzeit prognostizierten Rückgang des BIP von 8%. Die Arbeitslosenquote gestiegen auf 6%. Das sind nackte Zahlen. Hört sich so schön wissenschaftlich an, schön statistisch. Diese sagen nichts über die brutale Realität für viele Menschen in diesem Land. Zerstörte Existenzen, ein Land, das sich nachhaltig verändert und nicht zum Positiven. Menschen, die Ängste um ihre Zukunft haben, um ihre Arbeitsplätze und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Aber in ihrer Regierungserklärung stimmen sie die Menschen gleich noch auf viele schlechte Nachrichten ein und verteilen gleichzeitig die Beruhigungspille, die Konjunktur ankurbeln zu wollen. Was bitte, Herr Ministerpräsident, hat denn die Wirtschaft so schwer geschädigt in Deutschland? Ihre neue Normalität war es. Was wäre also das beste Konjunkturprogramm? Genau, die alte Normalität. Sie geben jetzt Milliarden Steuerzahlergeld aus, das noch gar nicht erwirtschaftet wurde, um Schäden zu bemänteln, die Sie selbst verursacht haben. Sie belasten Generationen mit Schulden, um die maximalen Folgen noch ein wenig in die Zukunft zu verlagern. Verhindern werden Sie damit gar nichts. Das ist ein Lottospiel in der Hoffnung auf einen Impfstoff, der vielleicht kommt oder vielleicht auch nicht. Aber Sie ziehen Ihre Agenda durch. Natürlich wird neben den Segnungen von Hilfsgeldern und der Möglichkeit, sich günstig zu verschulden, knallhart die rot-grüne Agenda durchgezogen. Sie brauchen Hilfe. Ist Ihre Firma klimaneutral oder ökologisch wertvoll? Halten Sie Frauenquoten ein? Sind Sie multikulturell? Sprechen Sie Gender? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind förderwürdig. Wenn nein, dann können Sie auch weg. Ganz einfach. Das, meine Damen und Herren, ist staatliche Planwirtschaft vom Allerfeinsten. Willkommen in der DDR 2.0. Einen Teil Ihrer Reden widmen Sie den Kommunen. In schlechten Zeiten darf man mit Lob nicht sparen. Das funktionierende Gemeinwesen wird beschworen und auch hier schüttet man das Füllhorn finanzieller Segnungen flächendeckend aus. Von Selbstreflexionen keine Spur. Nun kommt sie also. Die Unterstützung der Kommunen im Breitbandausbau, im ÖPNV und in der Gesundheitsversorgung. Probleme, die seit Jahren und Jahrzehnten bekannt sind und diskutiert werden
und die Sie nun mit Schulden aus einem Rettungspaket lösen wollen. Sie haben mit Ihrer Politik der vergangenen Wochen viele Krankenhäuser an den Rand des Ruins getrieben und wollen Sie nun mit Steuergeldern retten, um die Gesundheitsversorgung in der Fläche zu erhalten. Herr Ministerpräsident, ist das die ganze Wahrheit? Werden diese Rettungspakete auch für Kliniken in privater Trägerschaft gelten? Wer hat zugelassen, dass unser Gesundheitswesen mehr und mehr privatisiert wurde? Und wer sorgt für die Gesundheitsversorgung in der Fläche, wenn gewinnorientierte Unternehmen Krankenhäuser schließen? Deutlich schwammiger werden Sie dann mit Ihrer Aussage bei den Vereinen, Kultureinrichtungen und Bildungsstätten. Warme Worte und der Hinweis, dass nicht alles so bleiben kann, wie es war. Übersetzt, es tut uns leid, die meisten von euch sind Geschichte. Zusammenfassend bleibt folgendes Fazit. Sie sind nicht gewillt, von Ihrem eingeschlagenen Weg abzuweichen. Die Menschen werden mit Panik in Schach und mit geliehenem Geld ruhig gehalten. Die Realität, dass andere Bundesländer und auch andere europäische Länder längst den Kurs zur Normalität zurück eingeschlagen haben, erreicht sie nicht. Weiter so, ein politischer Grundsatz direkt aus Berlin, haben wir ja in den letzten Jahren öfter gehört. Im Grunde genommen könnten wir uns als Opposition jetzt ganz einfach zurücklehnen und abwarten. Das tun wir aber nicht. Wir sind nicht bereit, schweigend zuzusehen, wie Sie das, was Generationen in diesem Land aufgebaut und geschaffen haben, verschenken und zerstören. Eins ist sicher, in wenigen Monaten werden Ihre Segnungen aufgebraucht und die Wirkung verpufft sein. Die von Herrn Drosten beschworene zweite Welle wird nicht kommen, weil dafür hätte es eine erste geben müssen. In wenigen Monaten werden Millionen Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Die Party- und Eventszene wird allerorten ihren Frust über die immer noch geschlossenen Nachtclubs zelebrieren. Und dann werden die Menschen in diesem Land nach Alternativen zur alternativlosen Politik suchen, die bis dahin den letzten Rest von Glaubwürdigkeit eingebüßt haben wird. Die Menschen werden nach einer Politik suchen, die Normalität statt Panik schafft. Eine Politik für die Krisen die Ausnahme und nicht der Regelfall sind. Und eine Politik, die sich nicht selbst künstlich Krisen erschafft. Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona-Krise, Rassismuskrise, Wirtschaftskrise. Was kommt als nächstes? Bevor Sie uns jetzt unterstellen, dass wir uns darüber freuen, nein, das tun wir keineswegs. Auch wir und unsere Kinder werden das ausbaden müssen, was Sie hier auf den Weg bringen. Wir fordern Sie heute abermals auf, die Situation zu entschärfen, bevor der Schaden irreversibel wird. Noch in diesem Plenum werden wir den Antrag meiner Fraktion behandeln, den Menschen in Niedersachsen wieder ein normales Leben zu ermöglichen. Sie haben die Gelegenheit, dem Antrag zuzustimmen. Natürlich werden Sie das nicht tun. Wir werden trotzdem nicht aufhören, uns für Niedersachsen einzusetzen, denn die Menschen brauchen eine Alternative. Ein letztes Wort an Sie, Frau Modder. Eigentlich schade, dass die Scheiben vorne nicht auch ganz hoch sind. Politik sollte in der Lage sein, auf geänderte Sachverhalte zu reagieren. Dazu gehört auch die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich selbst und das, was man tut, zu überprüfen und zu hinterfragen. Das können Sie aber nicht. Sie? Einen Moment bitte. Ich darf darum bitten, dass die Rednerin nicht gestört wird. Weiter geht's. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Das haben Sie vorhin mit uns auch. Herr Wichmann hat sich vielleicht besonders geschützt, das mag sein, aber er hat seine Maßnahmen eingestellt, weil er festgestellt hat, es ist nicht mehr nötig. Sie können sowas nicht, Sie können einen Kurs nicht korrigieren. Sie bauen jetzt, nachdem im Grunde genommen schon fast keine Infektionen im Land mehr vorliegen, bauen Sie jetzt für 50.000 Euro Steuergeld hier Aquarien auf die Tische. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin nur froh, dass die Linken nicht im Landtag sitzen. Die sind so fachlich versiert im Entglasen. Wer weiß, was hier passieren würde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gut. Meine Damen und Herren, grundsätzlich gilt, wer auch immer hier vorne redet.